Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3. Immer noch am Release-Tag. Ich denke, ich werde auch heute noch ein bisschen mehr Folgen aufnehmen, weil, Schnauze, ich gerade eh Bock habe auf das Spiel. Und deswegen ist das nun mal so. Wir gehen jetzt mal ganz kurz zur Taverne. Denn ich würde gerne mal gucken, ob ich mir da eventuell irgendwas Schönes holen kann. Oh, guck mal, eine kleine Katze. So, zack, rein da in die Judestube. Und dann reden wir nochmal mit der Elsa. Brauchst du sonst noch was? Ja, in der Tat. Hast du was Interessantes unter der Theke? Kommt drauf an, was du suchst. Sieh's dir an. So, kaufe und verkaufe Gegenstände. Doppelklick auf einen Gegenstand, um ihn zu kaufen. Und drücke Escape, um das Handelsfenster zu schließen. Kann ich so auch verkaufen? What? Wie? Warum ist der unverkäuflich? Ich glaube, das liegt eher daran, dass wir hier sind. Ich habe keine Ahnung. Wie viel haben wir denn eigentlich überhaupt? Oh, ich habe 299, okay. Ich kann ja so gut wie gar nichts verkaufen, ey. Boah. Ich glaube, das liegt nur daran, dass sie das nicht kauft, ne? Ich würde, das würde ich sogar echt fast vermuten. Was ist das hier, andere Gegenstände? Das ist doch alles Müll, oder? Okay. So, reines Silber werden wir natürlich behalten. Eine Angel, weiß ich nicht, ob wir die gebrauchen können. Fischernetz behalten wir mal. Ziegenhaut. Ja, steht immer Plunder drunter. Wobei, hier steht, kann verkauft werden. Gut, die Ziegenhaut, die können wir weghauen. Rasiermesser kann weg. Fläschchen behalte ich mal. Ja, das behalten wir. Alles, was ich in Zutaten machen kann. Wahrscheinlich kann ich eh alles in Zutaten umwandeln. Behalten wir erstmal. So. Und dann lass ich mal gucken, was ist das? Voltest. Ach, ist eine Karte. Oder? Ich denke. So, wir holen uns auf jeden Fall mal ein bisschen Essen. Denn es ist nicht verkehrt. Ja, komm. Lecker Brot. Dann nochmal lecker Brot und wir holen uns nochmal lecker Käse. Was? Oh shit, ach du Scheiße. Ich habe mein ganzes Geld ausgegeben. Ach du heiliges Makrönchen. Warum sind die denn unverkäuflich? Das ist doch voll scheiße. Puh. Blöder Scheiß. Magst du das Gesetz Nilfgaards? Was gibt's da zu mögen? Es ist wie jedes andere auch. Man wird besteuert, dies und das wird requiriert. Aber sie sichern den Frieden im Dorf. Das muss ich ihnen lassen. Trauerst du nicht um Temerien? Ich habe vor einem halben Jahr darum getrauert, als König Voltest ermordet wurde. Jetzt will ich nur Frieden. Na dann. Leb wohl. So, okay, dann gehe ich aber nochmal ganz kurz zu dem Schmied hier. Mich interessiert nämlich eben mal, ob ich bei dem Schmied da die Waffen und so verkaufen kann, weil ich meine, warum soll ich das denn behalten? Finde ich ein bisschen bescheuert, ehrlich gesagt. Oh, Verzeihung. Holdemeid. Finde ich ein bisschen bescheuert, warum ich das behalten soll. Schon wieder neue Sachen dran, ey. Das gibt's doch nicht. Tot. Sehr gute Leute des Nordens, wenn es euch Freiheit verlangt, wenn ihr bereit seid, zu den Waffen zu greifen, bla bla. Zusatzration. Suche, Flug. Ich nehme einfach alles an. So. Haben wir neue Quests jetzt? Nö. Haben wir nicht. Wahrscheinlich dann einfach nur so Infozeug. So. Ein wiederkehrender Kunde. Willkommen. Was brauchst du diesmal? Ich habe von dir noch nie was bekommen. Zeig mir, was du zu verkaufen hast. So. Igniglyphe behalten wir natürlich. Das Schwert kann im Grunde weg. 26, scheiße, was macht meins? Gut, das kann auf jeden Fall weg. Kleiner Knüppel. Ich glaube, es kann auch weg. Das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Die ist nicht schlecht eigentlich, aber ich will die nicht tragen, die sieht scheiße aus.
Wir werden sicher noch irgendwas Geileres finden. Das Schwert muss ich sagen, da weiß ich nicht. Halten, umschalten. Ne, okay, ist schlechter. Aber ist mehr wert, komischerweise. Egal. Geht auch weg. Was hat der denn so alles? Mal schauen. Der hat zum Beispiel Blei. Ein paar Schema hat er. Schema da. Reparaturset. Ist teuer. Richtig teuer. Ja, gut, ich würde mal sagen, aber das passt schon. Oh, Handschuhe. Die sind besser als meine. Kosten aber auch um einiges mehr. Ach, guck mal, ein Sattel. Okay. Okay, okay. Ja, dann war's das erstmal hier. Ah, Handwerk, Moment, genau. Reparieren. Ich glaube, irgendein Schwert. Kann ich aber auch, glaube ich, selber machen, oder? Ja gut, das ist alles noch relativ gut dabei. Handwerk, was kann er mir denn herstellen, theoretisch? Ja, geh mal weg. Ja, geh mal weg. Boah, ist ja gut, ich weiß Bescheid. So, was? Ach so, der macht mir dann einfach nur einen Barren. Ne, das finde ich doof. Ach, ganz unten wären Waffen gewesen. Naja. Zerlegen. Das sind alles zerlegbare Sachen, oder was? Leder und ein Fellstück. Na, ist das nicht herrlich? Weiß ich nicht, ob ich es brauche, deswegen sagen wir erstmal nö, alles gut. Leb wohl. So. Dann haben wir also auch das gemacht und jetzt werden wir uns aufmachen und die restlichen Fragezeichen hier mal abarbeiten. So, wo ist denn Plötze? Plötze! Ach, da hinten steht Plötze, ja. Kann ich eigentlich irgendwo auch den Kopf von diesen... Ja, geh doch aus dem Weg, ey. Meine Güte, weißt du? Irgendwo kann ich doch bestimmt noch den Kopf abgeben und noch ein bisschen Kohle bekommen, oder? Vermute ich. War ja normalerweise immer so. Aber vielleicht ist das jetzt nicht mehr so, dass man die einfach so als Trophäe mit, mitnimmt. Was haben wir denn hier? Ah, ist abgeschlossen, okay. Warum ist denn dieses Haus abgeschlossen? Was ist denn da los? Ja, dies ist ganz und gar nicht gut. Hä? Ach, hier sind die ganzen Blumen. Nehmen wir mit. Nimm mal mit. Nimm mal alles mit, ja. So. Hops. Los, Plätze. Auf und davon. Wir müssen mal gucken, was da hinten auf uns wartet. Welches Geheimnis. Ah, okay, ich sehe schon. Etwas, was ich wahrscheinlich eh wieder nicht, machen kann. Frau Geralt, ne? Also manchmal bist du auch ein Quatschkopf. Aua. Oh. Oh, ich hab den Zaun kaputt gemacht, glaube ich. Oh, das tut mir leid. Das wollte ich natürlich nicht. Beschädigte Gegenstände. Einer deiner Gegenstände ist im schlechten Zustand. Reparieren, sonst funktioniert er nicht mehr so gut. Das ist natürlich blöd. Müssen wir gleich mal gucken.
Hallöchen, was soll denn das? Oh, fuck. Ja, hat lange gehalten, mein Schuss. Oh, ich sollte vielleicht mal ganz kurz, what the fuck? Da kommt der einfach angeschissen, weißt du? Und Mann. Boah, das habe ich aber jetzt im richtigen Zeitpunkt gemacht. Ganz kurz weglaufen. Ich habe das nicht auf meinen Schnellslots. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. So, komm schon. Ich weiß, du willst angreifen, du Drecksvieh. Du willst mich aber auch verarschen, oder? Das Problem ist, wenn ich schon einmal getroffen werde, dann war es das. Hab ich mehr oder weniger gar keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Das Doofe ist, dass ich gerade... Ich habe nichts dabei, um irgendwie meine Heilung irgendwie mal voranzutreiben. Das ist doof. Muss mal gleich gucken, wie ich das auf meine Schnellslots legen kann. Kommt der eh an, zack, dann machen wir das schnell. So. Das Doof ist, dass sie sich natürlich auch schön... Ach, fuck you. Dass sie sich schön heilt. Und jetzt muss ich den ganzen Kack, glaube ich, nochmal machen. Na, mit Verkaufen, dies, das, hin und her, pappidi-pubbidi-papp. So ein Käse. Ich hatte nämlich nicht... Doch, ich hatte irgendwann gespeichert. Ich weiß aber nicht, wann. Wahrscheinlich zu einem total irrelevanten Zeitpunkt. Ja, wobei, das könnte sein, bevor ich... keine Ahnung. Aha. Bei ihm. So, dann gucken wir mal ganz kurz. Ah, guck mal, habe ich schon verkauft. Okay. Jetzt muss ich natürlich... Ach, da, guck mal, Konsumgüter und so. Ja, läuft doch. Guck mal. Dann machen wir mal Folgendes. Wir hauen uns Brot hier rein. Lecker Brot, jawohl. Wir hauen uns auch mal Brödel rein hier. Ich hab doch so eine Ausrüstungsdingsbums, oder? Hatte ich sowas nicht? Und nee. Ich dachte, ich habe so ein komisches Reparaturset am Start. Das ist natürlich jetzt ärgerlich, weil das bedeutet, ich muss meine Waffe bald verbessern, weil sonst blöd. Richtig blöd. So, gut, dann machen wir Folgendes, dann gehen wir nochmal zu den Ghoulen hin, weil es so viel Spaß gemacht hat. Schneller. So, ich muss unbedingt öfter speichern, ey, das... Oh, Verzeihung. Aus dem Weg. Gute Frau, geht sie nach Büsima? Ach gut, ich weiß, an der Hütte gleich brauche ich nicht stehen bleiben, da gibt es eh nicht so viel Interessantes. Wir gehen direkt zu den Ghoulen. Oh, scheiße, falsche Knöpfchen, ja. Ich finde nur ein bisschen schade, dass man relativ wenig, machen wir mal kurz Igni. Ja, das war total super. Wobei es getroffen, also es hat schon getroffen, aber trotzdem, es ist... Ja, du Drecksvieh, ohne Scheiß, ne? Ich mach das immer von zu weit weg. So. Bin schon mal verreckt, jetzt kommt ihr noch, komm. Ah, das ist echt schon ein gutes, gutes Ding. Hä? Hat ein Hunde gar nicht angegriffen, die Sau. Ja, was soll ich jetzt tun? Geschichte rieche, oh mein Gott. So, warte. Ich esse erstmal ein Brötchen hier, ja? Oh, scheiße. Jetzt komm nochmal her. Alter.
Komm her, du Drecksvieh. Och, Plötze. Quatschkopf. Ah, guck mal, jetzt hab ich hier nämlich mal, ne, den Bereich geklärt. Und jetzt können sich die Leute auch wieder hier rauswagen. Ach, guck mal, dann fangen die auch direkt an zu arbeiten und so. Ja, so lobe ich mir das doch. So lobe ich mir das doch. Weißt du, Hexer, du, mich nicht so an. Die Leute reden. Ich werde dir nie vergessen, was du für uns getan hast. Oh, Verzeihung. Ja, gut. Das ist doch schon mal schön. Oh, Verzeihung. Moment, ist da ein Händler? Du hast deinen Fertigkeitspunkt erhalten. Ja, das ist super. Mir egal. Nein, geh weg. Ich möchte jetzt Sei nicht. Gegrüßt. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. So, mal gucken, was hat denn der Geiles. Ja, davon habe ich selber ein paar. Ich brauche andere. Warum hat die keiner? Schade, schade, schade. Ja, das ist schade. Boah, 35 Stück, Alter. Kann sich doch kein Schwein leisten, sowas. Mann, 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 Mann. Gut, dann hat er nichts Interessantes für mich. Leb wohl. Ist halt so. Rücktaste, okay. Charakter. Den habe ich ja schon ein bisschen länger. Ja, was? Wenn du eine gewisse Anzahl davon hast, bla 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 bla. Wenn du eine Stufe aufsteigst, erhältst du Fertigkeitspunkte. Diese Punkte, ja, die kann ich dann einsetzen, um mich zu verbessern. Die Farbe einer Fertigkeit zeigt an, zu welchem Fertigkeitenbaum sie gehört. Wähle eine Fertigkeit zum Entwickeln aus und klicke mit Dingsbums darauf. Alles klar. Muskelgedächtnis. Erhöht den Schaden bei schnellen Angriffen um 5%. Erhöht den Schaden bei starken Angriffen. Beim Parieren werden Pfeile abgelenkt. Beim Zielen mit der Armbrust, so die Zeit. Ja, gut, eine Armbrust habe ich noch nicht. Entschlossenheit. Das Geile ist, wir haben so viele Sachen. Sonne und Sterne tagsüber. Mutagene, glaube ich. Ja, Art, Art, Art. What the fuck? Ich bin ja fast im Überlegen, ob ich das hier nehme. Ja. So, damit deine Fertigkeit Wirkung zeigt, musst du sie erst aktivieren, indem du sie auf einem freien Fertigkeitsplatz ablegst. Mhm. Ist ja klasse. Ziehe die Bombenfertigkeit mit der Maus auf einen der freien Plätze. Achso. Du kannst nicht gerne jederzeit deaktivieren und stattdessen eine andere aktivieren. Ja, das finde ich ja toll. So. Gut, haben wir das schon mal gemacht. Jetzt wissen wir da auch ein bisschen besser Bescheid, wie der Hase läuft. Wir kommen Yennefer immer näher, aber wir werden uns auch gleich wieder ein bisschen von ihr entfernen. Mein Schwert ist kaputt. Warte mal, warte, Moment, 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 Moment. Das ist natürlich blöd. Wenn mein Schwert beschädigt ist, dann muss ich das mal eben reparieren, weil... Sonst auch von weit weg. Weißt du, Hexer, was immer die Leute reden. Lalalalalala. Hallo? Er lädt. Mhm. Er lädt ganz schön lange. Das sind bis jetzt die längsten Ladenzeiten, die das Spiel hat. Bei sowas denke ich ja immer gleich, das Spiel kackt ab oder ist abgekackt oder was weiß ich. Ich glaube, das Spiel ist wirklich abgekackt. Ist natürlich recht ärgerlich jetzt. Ich mache mal hier einen kleinen Cut. So, da bin ich wieder. Ich habe das Spiel mal neu gestartet. Benutzen. Bauer. Bauer. Soll ich das selber machen oder wie? So, ach, die werden einfach so, einfach, das geht einfach so automatisch. Zack, fertig ist die Laube. Läuft.
So, was ich natürlich jetzt nicht gemacht hatte, ist nochmal den Punkt zu vergeben. Ich werde ihn auf den gleichen natürlich jetzt erstmal setzen. Auf Quen, so, zack, okay, ja. So, annehmen, wunderbar, finde ich toll, auf Wiedersehen. Verwende spezielle Schleifsteine, um deine Waffe vorübergehend aufzuwerten. So bekommst du einen Bonus auf den Schaden deiner Waffe. Das ist total super. Das Blöde ist nur, hier gibt es keinen Schmied. Scheiße. Ja, ich sag da nur zu. Aber bevor ich jetzt hier so großartig weitermache, werde ich mir diesen Wegpunkt setzen und bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Hoffe natürlich, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei und bis dahin steige ich vom Pferd ab.